Nicht erst seit dem Welthit Get Lucky von Daft Punk ist es wieder völlig legitim, funkige Disco-Gitarren in seiner Musik zu benutzen. Und zuletzt haben die K-Pop-Giganten BTS in ihrem Song Dynamite bewiesen, dass man auch in moderner Musik diese funkigen Gitarren gewinnbringend und vor allem tanztauglich einsetzen kann. Welche Licks die Jungs benutzt haben, wie du solche Licks erstellen kannst, auch ohne dass du selber Gitarre spielen kannst und dass solche Licks auch in ganz normaler Musik, wie zum Beispiel meiner Musik, funktionieren, das schauen wir uns heute genau im Beispiel an. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und sprechen wir mal heute nicht über die Großen im Radio, sondern die moderne Welt, die moderne YouTube-Welt, denn da gibt es tatsächlich mit den K-Pop-Giganten von BTS Leute, die innerhalb von 24 Stunden über 100 Millionen Klicks bekommen haben. Chapeau erstmal an dieser Stelle, Dynamite, und der Song hält auch, was er verspricht, ein funkiger, tanzbarer kleiner Song, was heißt kleiner Song, ein sehr erfolgreicher Song, der auf jeden Fall klasse von den Jungs vorgetragen wird und der wirklich tolle Elemente enthält, die man so eigentlich normalerweise in moderner Tanzmusik von Jungs und Mädchen gar nicht erwarten würde. Nämlich funkige Gitarren à la Nile Rodgers. Und da ist nicht gespart worden dran, sondern es ist wirklich eins der rhythmischen Elemente, die diesen Song wirklich ausmachen. Und wir gucken uns gleich mal am Beispiel an, welche vier Patterns ich da gefunden habe. Ich habe das Ganze nachprogrammiert, damit wir nicht das Original hier als Basis nehmen müssen, und zeige dir gleich mal die vier funky Patterns auf der Gitarre. Falls du keine Gitarre spielen solltest, zeige ich dir danach aber noch kurz, wie du es am Keyboard oder auch anders machen kannst. Das schauen wir uns aber später in der Session an. Und als Bonus obendrauf, diese funky Licks, die sind ja sehr cool in solcher tanzbaren Musik, aber die werten auch jeden anderen Song auf. Die kannst du auch wunderbar mal in einem Rap-Song einbauen, wenn du da zum Beispiel ein passendes Sample oder einen passenden Loop findest. Funktionieren die wunderbar und lockern den Song auf, bringen ein bisschen mehr Drive und Groove rein. Es lohnt sich also auf jeden Fall dran zu bleiben, auch mal am Schluss zu hören, welche Patterns da zu suchen und einzusetzen sind. Aber wir schauen uns am besten jetzt erstmal an, welche vier Patterns ich in dem Song von BTS gefunden habe, denn deine Dynamite ist auf jeden Fall gespickt mit solchen funky Patterns, und dazu setze ich mich mal ein bisschen weiter nach oben, damit du Gitarre auch sehen kannst. Basis für so einen Sound ist natürlich eine Fender Stratocaster oder in diesem Fall der Nachbau von Music Man. Music Man, die Firma, die Leo Fender, der Gründer von Fender, damals gründete, nachdem er aus seiner eigenen Firma rausgeflogen ist, glaube ich, geflogen oder gegangen ist. Er wollte auf jeden Fall nicht mehr unter seiner alten Firma sein, hat eine neue gegründet, da noch bessere Gitarren gebaut, zumindest hat er das gesagt. Und diese ist wirklich eine meiner Lieblingsgitarren, eine Strat-Gitarre mit verschiedenen Pickup-Positionen. Und ich nehme jetzt mal die mittlere Position. Man kann verschiedene Positionen einspielen. Falls du Gitarrist bist, kennst du dich da sicherlich schon aus. Kommen wir aber mal zu den Eigenheiten, die man braucht für dieses funkige Spiel. Und da machen wir heute tatsächlich mal ein bisschen mehr Gitarren-Tutorial als Mix-Tutorial, aber da kommen wir uns gleich nicht in die Quere. Musste das Mikro hier kurz verstellen. Kommen wir uns gleich nicht in die Quere mit dem Mix, gucken also, was wir hier wirklich mit der Gitarre machen können. Also, wir nehmen eine Stratocaster-Gitarre. Und wie gesagt, gleich zeige ich auch noch, wie das ohne Gitarre geht. Also keine Sorge, wenn du keine Gitarre spielst oder kein Freund von dir Gitarre spielt, der dir das einspielen kann, dann kann ich dir gleich auch noch zeigen, wie du es selber machen kannst. So, also das wichtigste Element im Prinzip ist bei diesen funkigen Gitarren nicht die Note, die du hörst, also der Ton, sondern die Note, die du nicht hörst, die Dead Note, die tote Note. Das heißt, die Gitarre wird nicht nur ein klangliches Instrument mit Blick auf Noten, die du hörst, sondern auch auf tote Noten und wird dadurch zu einem Percussion-Instrument. Und das macht im Prinzip den Unterschied bei diesen funkigen Gitarren aus. Das heißt, die Gitarre wird zum Rhythmusinstrument und kann den Rhythmus auf der einen Seite melodisch gestalten, indem du vielleicht einzelne Noten spielst und das Ganze aber auch mit diesen Dead Notes schmückst und dafür einfach sorgst, dass da noch mehr Drive und noch mehr Groove reinkommt. Kannst du die Percussion schon fast sparen, wenn du genügend funkige Gitarren drin hast. Und wir hören jetzt mal am Beispiel, und ich zeige dir, welche vier ich gefunden habe bei BTS in ihrem Song Dynamite. Und wir hören mal das Pattern, das ich hier vorbereitet habe. Ist im Moment alles aus, was ich eingespielt habe. Das schauen wir uns gleich in der Session an. Aber vorab, also folgendes. Als erstes habe ich gefunden, dass die Jungs den Bass gedoppelt haben. Wir hören den Bass, der ist ziemlich ausgefuchst. Mit der Gitarre gedoppelt. Und achte darauf, dass ich immer diese Dead Notes, diese Totnoten spiele. Das heißt, immer wenn ich eine Note gerade nicht auf der linken Seite hier gedrückt habe, dann wird sie trotzdem mit der rechten Seite angespielt und bringt dieses Peck-Geräusch hervor. Und dann kann man sich ein bisschen einhören, ein bisschen einspielen, und dann kann man so eine Basslinie einfach doppeln. Einfach.
Natürlich ist es ganz wichtig, dass du wirklich tight bist. Ne? Ich habe jetzt nicht ganz so sauber gespielt, da muss man sich wirklich ein bisschen einspielen, ein bisschen den Groove einlassen, damit es wirklich voll zusammen ist. Denn wenn das so rumeiert, dann ist der Groove im Eimer. Also schön viel üben und dann lohnt es sich auch wirklich da, diese Sounds einzusetzen. Das war die Bassdoppelung. Bassdoppelung kann man locker einsetzen, geht quasi bei jedem Song, um dem Bass auch ein bisschen mehr Pep zu geben. Egal welche Song, welche Richtung, welche Musikrichtung, geht auch beim Metal, wenn man den Bass doppelt mit einer clean Gitarre, einwandfreies Mittel. Habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Als nächstes Single Notes. Single Notes sind kleine Melodien, die gegenläufig sind und gegenläufig zur Musik laufen. Kleine Melodien, aber immer wieder mit diesen Dead Notes, die die Gitarre halt zu einem Percussion-Instrument machen. Du siehst jede Menge Varianten, du kannst dich wirklich austoben und es muss nicht immer das Gleiche bleiben. Die Abwechslung macht es da tatsächlich. Bleib nur in dem Rhythmus, den du dir ausgewählt hast, und dann kannst du damit ein bisschen rumspielen und mit der Melodie ein bisschen rumfummeln. Also ich mach das, kann das Stunden. Und so wird es zu einem rhythmischen Instrument. Als nächstes Element habe ich gefunden, Oktavspielen. Also du spielst eine tiefe Note und gleichzeitig die hohe Note und das Ganze rhythmisch passend zu dem Song, der unten drunter liegt. Das kann man in hohen Lagen oder das kann man in tiefen Lagen. Auf jeden Fall, ich zeige es dir mal in der tiefen Lage. Aufgenommen habe ich es, glaube ich, in der hohen Lage. Aber wir gucken mal, wie das klingt. Und immer Dead Notes nicht vergessen. Und mal in die hohe Lage. Kannst natürlich auch variieren. Aber such dir einfach eine Note aus, die in allen Akkorden vorkommt, und dann kannst du damit wunderbar einfach mal ein bisschen rumjammen, brauchst dich nicht drum kümmern, welche Noten du hast, sondern kannst dich komplett auf den Groove konzentrieren, denn darum geht's. Kann man auch Stereo machen, zum Beispiel die tiefe Lage links und also links von dir aus gesehen und die hohe Lage rechts, und dann kann man damit schönes breites Stereobild machen. Wenn beide Grooves gleich sind oder ein bisschen unterschiedlich sind, wird das Stereobild auch sehr schön breit. Letzte Stufe, die ich gefunden habe in Dynamite von BTS, ist Akkordspiel. Nicht so verbreitet bei diesen funkigen Songs aus den 70ern, aber hier durchaus auch verbreitet, aber oder genutzt in diesem Fall, aber auch wieder mit Dead Notes. Ne, die Akkorde, die du gerade hörst, die das Klavier spielt. Auch hier kannst du dich wieder austoben und die Akkorde wirklich durchspielen. Bis zum geht nicht mehr. Der Song ist repetitiv, immer wieder im Kreis. Dementsprechend kann man da sehr groovy und sehr funky rangehen. Man kann auch einfach mal nur so spielen. Man braucht gar nicht drücken. Man dämpft einfach alle Gitarrenseiten. Schön leise dazu gemischt, kriegt das Ganze nochmal ein bisschen Schwung im letzten Refrain. Wunderbar. Wenn du jetzt sagen solltest, ja, jetzt habe ich es ja verstanden, du kannst Gitarre spielen, super Ding, Jonas. Ich kann es nicht, zeig mir doch mal, wie es ohne geht. Ganz einfach, zeige ich dir. Nee, so einfach ist es natürlich nicht. Nein, verstehen wir uns nicht falsch. Da gehört schon Übung dazu und auch ich kann das nicht seit gestern. Ich mache das schon relativ lange. Aber ich nutze es wirklich regelmäßig in vielen Songs, weil du damit einfach deinen Songs noch den letzten Schwung geben kannst oder einfach mal ein Element hinzufügen kannst, was den Song einfach noch ein kleines bisschen nach vorne bringt, speziell in letzten Refrains immer gerne genommen. Schauen wir uns gleich am Beispiel auch nochmal an, außerhalb des Patterns. Aber ich habe hier mal ein Keyboard hingestellt und ich hoffe, dass man auch sehen kann, dass ich hier Tasten drücke. Ah, mal gucken, irgendwie da so. Jetzt kann man es sehen.
Ich habe es hier in diesem Fall sogar nur auf den schwarzen Tasten liegen. Es ist super easy, damit zu spielen. Und habe jetzt hier ein Pattern reingeladen, beziehungsweise ein Sample Pack, was bei Studio One direkt mitgeliefert wurde. Eine Gitarre, die diese Muted Notes hat, diese abgedämpften Noten, die du haben kannst und gleich drei Sounds gleichzeitig abspielt, je nachdem, wie hart ich auf die Taste draufdrücke. Spiele ich ein bisschen vorsichtig, kommt diese abgedämpfte Seite. Spiele ich ein bisschen fester, da kommt die ganze Note. Und wenn ich richtig feste drauf haue, dann macht er sogar einen Slide da rein. Ne, dann slidet er, also er rutscht diesen Ton quasi an. Und wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und vorsichtig spielt, dann kann man damit auch diese Single-Note-Gitarren zum Beispiel spielen. Wenn du also kein passendes Pattern findest oder keinen passenden Loop findest oder niemanden hast, der es dir einspielen kann, such dir doch mal in deiner Sample-Bibliothek einfach eine Muted-Gitarre, also eine abgedämpfte Gitarre. Und vielleicht hast du ja auch Glück, dass da auch drei solche Sounds übereinander liegen. Bei Studio One ist es sicherlich eingebaut. In jeder anderen DAW gibt es ja auch solche Sounds mitgeliefert. Ansonsten bestimmt irgendwo eine Library, die du irgendwo noch rumfliegen hast, die du dir mal für teuer Geld gekauft hast und wo das auch drin ist. Na, wenn man ein bisschen zu feste drauf hat, dann kommt sogar der falsche Ton, ne? Ja, und so kannst du dann mit dem Keyboard quasi einspielen. Wenn du jetzt sagen solltest, haha, Keyboard habe ich nicht, Keyboard kann ich nicht spielen, Keyboard will ich nicht. Natürlich gibt es auch Sample-Libraries. Es gibt auch Loop-Libraries, wie zum Beispiel die Ghost-Hack-Library. Da findest du jede Menge Funk-Gitarren und selbst ich habe sogar in Studio One eine gefunden. Die gucken wir uns mal gleich am Beispiel an. Genauso wie diese Sachen in einem anderen Song funktionieren. Wir gehen jetzt also rüber in die Session. Da zeige ich dir alle vier Patterns, die ich dir gerade schon gezeigt habe, nochmal am Beispiel und wie die im Song jetzt wirklich funktionieren. Also nicht hintereinander, sondern alle gleichzeitig. Dann schauen wir uns an, wie das Pattern geworden ist, das ich hier eingespielt habe und wo du das in im Sampler finden kannst bei Studio One. Und als nächstes noch gucken wir mal, switchen wir schnell um in einen Logic-Song, denn den Song habe ich tatsächlich in Logic angelegt, wo ich solche Patterns auch in einem ganz anderen Song und in einem viel langsameren Song genutzt habe. Es muss also nicht immer ein schneller, tanzbarer Song sein. Gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist. Los geht's. So, dann sind wir schon in der Session und wie du hier sehen kannst, hier sind 5 Spuren, die ich eingespielt habe. Alles, was blau ist, sind die Gitarren, die wir gerade schon angespielt haben. Und wir schauen uns jetzt einfach mal am Beispiel an, was das gewesen ist. Wir schauen auch mal solo rein. Also hier haben wir als erstes die Gitarre, die ich gedoppelt habe, passend zum Bass. Und ich habe dafür nicht die Gitarre genommen, die du gerade gesehen hast, sondern ich habe dafür eine Bariton-Gitarre genommen. Also eine Gitarre, die nochmal eine Seite tiefer geht und dementsprechend den Bass auch nochmal in der Lage doppeln kann, wo ein normaler Drahtbass auch schon hinkommen würde. Aber eben irgendwie so eine Gitarre zwischen Gitarre und Bass irgendwo dazwischen relativ einfach zu bespielen. Und mit 6 Seiten kann man auch für ein fettes Metalbrett auf jeden Fall benutzen. Und diese Gitarre klingt so. Und die doppelt den Bass. Merkst du schon, es gruft ein kleines bisschen. Aber es ist ja nur das gleiche, was der Bass ausspielt. Ich mach mal das Playback an. So, damit haben wir also im Prinzip schon mal den ersten Teil erfüllt. Das Ganze habe ich dann aber zweimal gemacht. Ich habe das einmal mit der Bariton-Gitarre gemacht und einmal mit einer normalen Gitarre und habe dann dafür gesorgt, dass hier ein kleiner Wechsel stattfindet. Wenn wir mal in die Automation reingehen, dann siehst du hier, dass hier ein kleiner Wechsel beim Panorama stattfindet. Am Anfang spielt diese Gitarre hier in der Mitte und geht dann auf die rechte Seite rüber, um dann auf der linken Seite Platz zu machen für eine Gitarre, die ich eine Oktave höher eingespielt habe. Die gebe ich jetzt mal dazu, damit du mal hören kannst, was da genau passiert. Das ist dann diese hohe Doppelung, auch vom Bass. Gleiche Linie, im Prinzip alles gleich, aber achte mal auf den Effekt, den das erzielt, wenn die zweite Gitarre dazukommt. Wird sofort breiter, ein bisschen rhythmischer auch. 2 Gitarren machen natürlich auch ein breites Stereobild. Ich habe sie nicht ganz nach außen gepannt, also ich habe sie im Panorama hier nur so ungefähr 50% nach links und rechts gemacht, entgegen meiner normalen Vorgehensweise hart links, hart rechts. Das wurde mir hier aber zu breit, weil ich ja noch Platz für die anderen Gitarren brauche. Also, kleiner Tipp an der Stelle, einmal in 2 verschiedenen Lagen spielen und dann einfach links und rechts außen, hast du schon mal ein wunderbares Tool, um deinen Bass, egal welche Musikrichtung übrigens, ein bisschen fetter zu machen, ein bisschen klarer zu machen, den Anschlag klarer zu machen. Das wirkt nahezu bei jedem Synthbass, bei jedem Drahtbass, also einer Bassgitarre, ich sage immer Drahtbass, weil da Drahtseiten drauf sind, da funktioniert es wunderbar. Als nächstes habe ich dann dazu genommen die Single-Note-Gitarre. Die hören wir uns mal kurz solo an, das, was ich gerade schon angedeutet habe und jetzt mal richtig auf den Punkt eingespielt, klingt so. ¶¶
Und du siehst, dass ich hier im Prinzip ein Pattern eingespielt habe, was 8 Takte lang ist. Und dann konnte ich das bei diesem Song jetzt in diesem Fall, weil sich da keine großen Akkordwechsel stattfinden lassen, weil da keine großen Akkordwechsel stattfinden. So ist es richtig. Deswegen konnte ich das hier so nutzen und dementsprechend ist es hier wunderbar zu bespielen mit einem durchlaufenden 8-taktigen Pattern. Im Prinzip ein Loop, wie man den auch aus Loop Libraries kennt. Ne? Also die Single Notes, die geben wir jetzt auch mal dazu. Gucken wir mal, wie das klingt hier. Nicht zu laut dazu, immer nur ein kleines rhythmisches Element und die Single-Note-Gitarre habe ich im Panorama dann in der Mitte gelassen. Warum habe ich die in der Mitte gelassen? Mal kurz gucken, was ich da gemacht habe. Gar nichts. Guck mal, ich habe nicht ein einziges Plugin draufgeladen. Mit anderen Worten, man kann die Gitarre auch einfach so einspielen und kann sie auch so belassen. Vielleicht packe ich später nochmals drauf, wenn ich das fertig mache, aber im Moment geht es. Als nächstes haben wir dann die Oktavgitarre, die ich gerade angespielt habe. Und das ist eigentlich, das macht am meisten Spaß. Das ist auch ein Mittel, was man in den meisten Songs benutzen kann. Oktavgitarren gehen quasi immer. Die gehen sogar im harten Rock, kann man die bestens einsetzen. Vielleicht nicht ganz so funky gespielt, sondern ein bisschen mehr on point, also auf den Punkt gespielt. Aber im Prinzip gehen funkige Oktavgitarren immer. Die klingen eingespielt so. Und die kommen jetzt nicht aus der Mitte, weil ich hier zum einen mit einem Equalizer ein bisschen aufgeräumt habe, wie du hier sehen kannst. Bässe runter, in den Mitten aufgeräumt, nur den hohen Anteil genommen. Aber ich habe den Wider benutzt und der Wider wird mir nicht angezeigt. Wo ist er denn? So. Das ist ja komisch. Der ist wahrscheinlich aus dem Bild jetzt rausgerutscht. Also der Wider ist ein Plugin, mit dem man, das muss ich jetzt mal kurz suchen gehen. Wo ist der Wider? Hä? So, habe ihn gefunden. Der Wider. So, also, was macht der Wider? Der Wider ist im Prinzip so eine Art kleiner Haas-Effekt ohne die negativen Nebenwirkungen. Habe ich schon mal ein Video zum Wider gemacht. Der Wider macht im Prinzip nichts anderes als aus einem Monosignal ein Stereosignal. Und zwar das Ganze als Bonus-Feature nochmal obendrauf monokompatibel. Während beim Haas-Effekt, falls du nicht weißt, wovon ich rede, kann ich dir hier mal ein Video einblenden. Weil beim Haas-Effekt kann man aus einem Monosignal ein Stereo-wirkendes Signal machen. Es ist nicht wirklich Stereo, aber es wirkt bei beiden Ohren Stereo, hat aber den Nachteil, dass es sich, wenn man den Song auf Mono schaltet, nahezu auslöscht, auf jeden Fall dafür sorgt, dass das Signal sehr viel leiser wird. Und der Wider hat genau den gleichen Effekt wie ein Haas-Effekt, macht also aus einem Monosignal ein virtuelles Stereosignal. Es wirkt, als wenn es unterschiedlich aus beiden Boxen kommen würde, aber wenn man auf Mono schaltet, bleibt es trotzdem in der gleichen Lautstärke. Wie die das machen, keine Ahnung, aber es funktioniert. Ich mache ihn mal an und aus. Mal die Oktavgitarren und jetzt den Wider an. Nicht vergessen bei Studio One die Spur auf Stereo hier links zu schalten, weil sonst funktioniert der Wider nicht, zumindest ist der Effekt dann nicht so spürbar. Also, das nur am Rande. Also, mit dem Wider dafür gesorgt, dass die Oktavgitarren von links und rechts außen kommen. Und jetzt macht es Sinn, dass die Single Notes in der Mitte spielen und der Wider dann die Oktavgitarren auf die Seite packt. Denn wenn wir die beiden mal zusammen anhören. Spielen die schön miteinander, haben ein schönes rhythmisches Geflecht und trotzdem funktioniert es wunderbar. Also, Oktavgitarren schön rhythmisch eingesetzt, kann man wunderbar mitarbeiten und mit dem Wider, wie gesagt, dafür sorgen, dass die nicht stumpf aus der Mitte kommen, sondern von links und rechts außen zu kommen scheinen. Als letztes Element habe ich noch gesagt, die Akkorde, die wir eingespielt haben. Klar, kein Problem, ich habe die Akkorde auch eingespielt und die klingen wie folgt. Viele Dead Notes. Und wir hören mal alle funky Gitarren zusammen, was die ausmachen. Ergänzen sich gut, grooven gut miteinander, viele Dead Notes sorgen für perkussiven Effekt. Und das Ganze einfach mal zusammen mit unserem Playback. Hier nochmal rein. Großartig, so alt wie die Technik ist, funktioniert sie immer wunderbar und kann einen Song richtig schön zum Grooven bringen. Also,
Bass doppeln, egal in einer oder zwei Lagen, Single-Note-Gitarre, dann Oktavspiel und vielleicht noch Akkorde, wenn du sie haben möchtest. Und ich habe dir ja noch versprochen, wir schauen noch kurz auf den Sampler drauf. Ich habe den Presence hier benutzt von Studio One, der mitgeliefert wird hier. Und da gibt es das Pattern Les Paul B und W, weiß nicht, Black und White oder wie das auch immer heißen sollte. Das ist auf jeden Fall das Pattern, was ich hier reingeladen habe und das dann diese drei verschiedenen Dynamikstufen hat. Ich greife mir hier zur Seite. Kann man es hier hören? Muss ich auch anmachen, glaube ich. Ne? Wo ist es? Da, der Track ist ausgewiesen. So, also. Jetzt hörst du Gitarre hier gemutet. Und so kann man damit spielen. Muss man üben, aber so kannst du dir deine eigenen Patterns machen. Wenn du, wie gesagt, das beides nicht kannst, natürlich. In der Loop Library, ich habe hier mal kurz ein bisschen gesucht und auch gefunden bei Studio One. Da gibt es zum Beispiel hier diesen Funky Loop. Ich glaube, ich klicke jetzt das Richtige an. Schauen wir mal kurz. Nee, das... wild. Nee. Ah, da ist er. Solche Funky Licks, die gibt's an jeder Ecke, an jedem Ende, in jedem Loop-Pack gibt's solche Funky Licks und da findest du natürlich das auch. Oder du lädst dir einfach einen Freund ein, der Gitarre spielen kann und sich immer schon mal austoben wollte, der diese Licks auch einspielt. So, letzte Versprechung. Ich habe ja gesagt, wir machen drei Sachen. Wir gucken uns einmal die Licks an. Wir hören uns das Ganze hier im Beispiel an und zusammen mit dem Sampler, den ich gemacht habe. Achso, komm, die Spur können wir uns auch noch eben anhören. Ne? Also, das ist diese hier. Naja, im Mix funktioniert das ganz wunderbar. Korrespondiert sogar mit der echten Single-Note-Gitarre, ne? Kann man also durchaus auch machen, dann mische es halt nicht so ganz so laut dazu, wenn es dir nicht ganz so gelungen ist. Aber wichtig ist, dass es rhythmisch auf jeden Fall cool ist und man kann es sogar quantisieren. Gehen wir mal rüber zu dem Song, den ich dir versprochen habe, der jetzt nicht so dancebar ist, wo ich aber trotzdem solche Licks eingespielt habe. Dafür muss ich kurz umbauen und wir sehen uns gleich wieder, also dranbleiben. So, da sind wir schon in Logic. Warum bin ich in Logic? Ich habe diesen Song einfach in Logic gemacht. Aber wir reden ja hier auch über Musik und nicht über verschiedene DAWs. Musik kann man in jeder DAW machen, egal ob sie Logic, Pro Tools, Cubase, Reaper, Fruity Loops, Ableton oder... Nenn irgendeine noch unten, die ich vergessen haben sollte. Wir reden hier über Musik und in diesem Fall habe ich diesen Song einfach mal in Logic gemacht. Ich springe mal zwischen Logic und Studio One hin und her, um mich einfach mal ein bisschen frisch auf den Hirnzellen zu halten, damit man nicht verklebt und in den alten Mechanismen irgendwie verkommt. Quasi, ne? Also, schauen wir mal an. Und ich habe hier drei Gitarren eingespielt und wie schon versprochen, auch hier die Patterns, die wir gerade besprochen haben. In diesem Fall nur zwei Patterns. Einmal die Oktavgitarren und einmal die Single Notes, weil die in meiner Meinung oder meiner Meinung nach in nahezu jedem Genre gut funktionieren. Natürlich nicht immer so funky, rhythmisch gespielt, sondern auch mal durchaus auf den Punkt. Aber man kann speziell mit Oktavspiel in nahezu jeder Musikrichtung noch ein kleines bisschen mehr Drive, Offenheit oder auch einen breiteren Mix erzeugen. Breiterer Mix ist ein gutes Stichwort, denn ich habe hier die Oktavgitarren links und rechts außen jeweils einzeln eingespielt. Also kein Wider, so wie wir uns den gerade angeschaut haben, sondern zweimal eingespielt. Und zusammen klingen die beiden dann so. Ist schon deutlich breiter als der Wider, ne? So, und da, passend dazu habe ich dann eine dagegen laufende Single-Note-Gitarre gespielt. Natürlich auch wieder mit vielen Dead-Notes, weil ich ja diesen perkussiven Charakter haben möchte. Und die Single-Note-Gitarre klingt dann so. Und die beiden spielen natürlich auch wieder wunderbar zusammen. Ich gebe sie mal dazu. Passend zum Sound, zum Song und hören wir uns das Ganze mal mit dem Song zusammen an. Klingt dann so. Okay, klingt noch ein bisschen armselig, ein bisschen dünn. Ne? Ich habe das Hauptsample noch weggelassen, damit wir die funky Gitarren auch wirklich hören können. Aber du hörst, das funktioniert auch bei Tempo 85. Gerade hatten wir 112 oder so ähnlich oder 114, keine Ahnung. Aber in diesem Fall jetzt deutlich langsamer und trotzdem funktionieren diese rhythmischen Gitarren und geben dem Ganzen ein bisschen Drive. Aber jetzt hören wir mal kurz mit dem Hauptsample noch dabei und ich hoffe, es gefällt dir genauso gut wie mir. Oh.
Wunderbar. Du siehst, also man kann auch andere Tempi, andere Musikstile durchaus damit bereichern. Versuch einmal im Rock, im letzten Refrain einfach mal eine Oktavgitarre nochmal rein. Dann nicht so funky, nicht so punktuiert, sondern wirklich voll auf die 12. Aber du kannst dann mit einer Oktavgitarre links und rechts außen nochmal in einer höheren Lage wirklich nochmal eine Ebene dazugeben und damit einfach deinen Song nochmal ein bisschen aufwerten. Oktaven, Single Notes, Bass doppeln oder einfach Akkorde nochmal reinbrettern. Das funktioniert in nahezu jedem Stil. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn du es selber nicht kannst, frag einen Freund, der kann bestimmt Gitarre spielen, der spielt dir das ganze Ding ein. Ansonsten in den Sample Libraries, in den Loop Libraries einfach mal wühlen. Falls dir dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen haben sollte, einfach zweimal schnell auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou!